Ja, Gott zum Gruß, ich darf euch wieder recht herzlich begrüßen, Hulda Offenbauer. Ja, wir kennen alle diesen Ausspruch, ihr werdet sein wie Gott. Ja, das stammt aus diesem Buch hier und dieser Satz hat viele Missverständnisse hervorgebracht. Und aber auch steckt etwas Wichtiges und Richtiges dahinter. Und das möchte ich mit euch heute gemeinsam beleuchten. Ihr werdet sein wie Gott. Ganz zu Beginn im ersten Buch Mose steht das im dritten Kapitel. Da heißt es im Vers 5, wo die Schlange spricht zu Eva und sagt, keineswegs, geh, glaub's nicht, keineswegs werdet ihr sterben, sondern Gott weiß, dass an dem Tag, da ihr von dem Baum der Erkenntnis von Gut und Böse esst, da werden eure Augen aufgetan und ihr werdet sein wie Gott und erkennen Gut und Böse. Ihr werdet sein wie Gott. Wenn wir in die Bibel reinschauen, war das die Ursünde. Sein wollen wie Gott. Und wenn wir in die Welt hineinschauen, es spielt sich heute nichts anderes ab. Der Mensch will sein wie Gott. Ja, was ist die Haupteigenschaft von Gott? Gott, kann man sagen, ist der Herr über Leben und Tod. Er schafft neues Leben. Und wenn wir heute in die Welt hineinschauen, da spielen sich die Menschen so als solches auf. Ja, sie wollen Menschen schaffen. Wir wissen, was da abgeht in der ganzen Forschung, was sie hier mit ja, du kannst ein Kind bestellen mit blauen Augen, mit einem IQ von sowieso und groß, schlank, was weiß ich, Mädchen, Bub. Ihr werdet sein wie Gott, ja. Die Menschen spielen sich auf dieser Welt, als wären sie Gott. Sie bestimmen über diese ganze Schöpfung, ja. Und das zerstört aber vieles. Ja, auf der einen Seite müssen Ernten zerstört werden, weggeschüttet werden. Auf der anderen Seite verhungern die Menschen, ja. Und es ist ja krank, was angebaut wird. Ich meine, wir wohnen hier am Land, hier wird hauptsächlich Mais und Soja angebaut. Wofür? Für die Tiere, damit die Tiere gemästet werden, damit die Menschen die Tiere weiter fressen können. Das ist alles so krank. Ja? Der Mensch spielt sich auf, als sei er Gott. Und wir haben das heute, ja, das ist ja beschrieben in der Bibel. Das haben wir in Jesaja 14, in Hesekiel 28 und in Offenbarung 12 wird beschrieben der Fall Satans. Ja, wenn wir diesen Hesekiel 28 anschauen, da wird er beschrieben als der Fürst von Tyros und da sagt er ja, da kommt dann das Urteil. Ja, warum? Warum? Dein Herz will hoch hinaus und weil du sagst, Gott bin ich. Ich bin Gott. Während du doch nur ein Mensch bist und nicht Gott. Ja, hat behauptet, ich bin Gott. Ja. Das haben viele damals auch behauptet. Ja, der Pharao hat sich auch als Gott behauptet und gesehen. Ja. Aber du bist doch nur ein Mensch. Ja. Und wenn wir das griechische Wort anschauen im Neuen Testament, Anthrosophos, dann bedeutet das bezeichnet immer den sündigen Menschen, dessen Benehmen, Weg und Wesen im Gegensatz zu Gott, zu Gottes Wesen steht, ja. Aber erst durch die Wiedergeburt aus Wasser und Geist wird der Mensch zu Gottes Kind. Das ist dann das andere, ja, vom Mensch zum Gotteskind, ja. Und das haben wir ja auch in der Bibel, ja, im Johannes 1, Vers 12 und 13, da heißt es, so viele Jesus Christus aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Gottes Kinder zu sein, ja, denen, die an seinen Namen glauben und die nicht aus dem Willen eines Fleisches, sondern aus Gott wiedergeboren sind. Ja? Das sind die Kinder Gottes. Und dadurch werden sie dazu. Ja? Und ich möchte jetzt ein paar Bibelverse zeigen, die uns klar machen sollen, wer wir wirklich sind. Jetzt haben wir mal einen Begriff. Kinder Gottes. Ja? Schauen wir in die Apostelgeschichte 17, 28. Da heißt es, denn in ihm, in Jesus Christus, leben, weben und bewegen wir uns. So wie manche Dichter auch gesagt haben, denn wir sind auch sein Geschlecht. Die Hoffnung für alle übersetzt es, denn wir sind seine Kinder. Neue Genfer übersetzt es, er ist es, von dem wir abstammen. Ja? Wir sind sein Geschlecht, göttliches Geschlecht. Der nächste Punkt, ja.
2. Petrus, Kapitel 1, Vers 4, da heißt es, durch die Verheißungen Gottes sind wir Teilhaber der göttlichen Natur. Ja? Zudem werdet ihr, die ihr dem Verderben, das durch die Begierde in der Welt ist, entflohen seid. Teilhaber der göttlichen Natur. Göttliche Natur, wie ist Gott? Rein, heilig, erhaben, mächtig, liebevoll, gnädig, barmherzig. Ja. Teilhaber sind wir durch diese, an dieser göttlichen Natur. Und da ist aber noch dieser Zusatz dabei, den dürfen wir nicht weglassen. Ja. Ihr, die ihr nämlich der Welt abgesagt haben, ja, dem Verderben, das durch die Begierde in der Welt ist, dem seid ihr entflohen. Das ist diese alte Welt, dem sind wir entflohen. Und ihr werdet das jetzt sehr oft von mir hören, die alte Welt und die neue Welt. Ja. Johannes 10,33. Die Juden antworteten ihm, nicht wegen eines guten Werkes steinigen wir dich, sondern wegen der Lästerung, weil du, der du ein Mensch bist, dich selbst zu Gott machst. Sie haben Jesus vorgeworfen, der ein Mensch ist, genauso wie sie, er macht sich selbst zu Gott. Aber was sagt er dann drauf? Er kontert, nämlich mit der Schrift von ihnen. Er zitiert ihre Schrift, ihr Altes Testament. Jesus antwortete, steht nicht in eurem Gesetz geschrieben, ich habe gesagt, ihr seid Götter? Ja, das steht im Psalm 82,6, da heißt es, ihr seid Götter. Ja. Und darum suchten die Juden noch mehr, ihn zu töten, weil er nicht allein den Sabbat aufgehoben hat, sondern auch Gott, und jetzt kommt's, sondern auch Gott seinen Vater nannte, seinen eigenen Vater nannte und sich so selbst Gott gleich machte. Hoffnung für alle übersetzt es so, er hat Gott seinen eigenen Vater genannt und sich dadurch Gott gleichgestellt. So. Nennen wir Gott unseren Vater, dann sind wir auch Gott gleichgestellt. Dann machen wir uns auch zu Gott. Mit den Juden war er nicht so gut, ja, und er hat ihnen vieles vorgeworfen. Und er hat auch gesagt zu ihnen, ich bin von oben, ihr seid von unten. Ja, und er hat immer wieder gesagt, ich bin zwar in der Welt, aber nicht von dieser Welt. Ja? Das war bei ihm auch. Es war eine Welt, es ist bei uns auch die alte Welt, aber von der sind wir auch nicht mehr. Wir sind schon von der neuen Welt. Ja? Wie gesagt, ihr werdet das immer öfter jetzt von mir hören. Philipper 2,6. Jesus, der in Gestalt Gottes war und es nicht für einen Raub hielt, Gott gleich zu sein. Wenn wir uns die Verse nachher anschauen, dann lesen wir, dass sich Jesus selbst erniedrigt hat und gehorsam war und dadurch etwas erreicht hat. Ja? Und uns wird es nicht anders gehen. Ja? Lesen wir das einmal. Jesus aber entäußerte sich selbst. Ja? Er war ja Gott. Er hat sich diese Göttlichkeit abgelegt. Er nahm diese Knechtgestalt an. Er war Mensch. Er war Mensch aus Fleisch und Blut. Genau wie wir, mit denselben Gefühlen, mit denselben Regungen. Na, die Regungen nicht. Ja, Jesus hat diese Neigung zur Sünde nicht gehabt, die wir haben, das ist der einzige Unterschied. Aber ansonsten, er war genauso der Sünde und dem allen ausgesetzt. Ja? Indem er den Menschen gleich geworden ist und der Gestalt wie ein Mensch befunden wurde. Das heißt, er hat genauso ausgeschaut wie wir. Ja? Er erniedrigte sich selbst. Ja? Er wurde gehorsam bis zum Tod, ja, bis zum Tod am Kreuz. Und darum hat Gott ihn auch hoch erhoben und ihm einen Namen verliehen, der über jeden Namen ist. Ja. Also man wird nicht einfach so gottgleich, ja, da gehört schon was dazu. Wir haben jetzt schon die Absage an die Welt, diese Begierden, denen wir entflohen sind, dieses Erniedrigen, Gehorsam sein, ja. Was auch in der Bibel noch interessant ist, wenn wir schauen, wie Jesus zum Vater gebetet hat oder ihm begegnet ist, dann war das auf einer Stufe, ja. Und es gibt, man muss jetzt unterscheiden, in der Bibel gibt es verschiedene Ausdrücke für beten oder bitten. Ja, und da gibt es das eine, ist jetzt egal, wie es auf Griechisch heißt, das eine bezeichnet, wenn ein Niederer zu einem Höheren betet oder bittet. Ja. Wenn wir aber schauen, wenn Jesus zu Gott gebetet hat oder ihm etwas gebeten hat,
dann ist dieses Wort gebraucht, wo der Beter und der Gebetene, also Jesus und Gott, auf derselben Stufe sind. Ja. So wie wenn Jesus zu Gott betet, sind auch wir dann auf dieser Stufe. Das muss uns einmal bewusst werden. Ja. Wir sind auf derselben Stufe, wenn wir da Gott begegnen. Ja. Und Jesus letztendlich, er war ja Gott. Ja. Wenn wir schauen, im Johannes, im ersten Kapitel, gleich im Vers 1, da heißt es, am Anfang war das Wort. Ja. Das kennt jeder. Und wenn wir schauen, wer das Wort war, dann lesen wir das in Vers 14. Ja, die Bibel ist ein Buch, das sich selbst auslegt. Vers 14 erklärt dann, das Wort ward Fleisch. Das heißt, Jesus ist Fleisch geworden. Das heißt, das Wort ist mit Jesus Christus gleichzusetzen. Und wenn wir jetzt statt dem Wort das einsetzen, in Jesus, am Anfang war das Wort, lesen wir es jetzt anders. Am Anfang war Jesus und das Wort, Jesus war bei Gott und das Wort, Jesus war Gott. Ja? Habt ihr mich verstanden? Am Anfang war das Wort war bei Gott und das Wort war Jesus. Am Anfang war Jesus und Jesus war bei Gott und Jesus war Gott. Jesus war Gott. Ja, er hat sich da nicht äußert. Ja. Und ich möchte ein kleines Zitat mit hineinnehmen. Und zwar, ich habe vor kurzem ein Audio gemacht auf Telegram. Ja. Ich habe das Audio genannt, ich war in der neuen Welt. Ich konnte es nicht anders definieren. Es war für mich ein treffender Ausdruck, weil ich habe dann einige Kommentare bekommen und haben gesagt, na, das war nicht die neue Welt, du warst da irgendwo, aber es war doch die neue Welt. Und ich war nicht die Einzige, die diese Dinge erlebt hat. Es waren noch andere, hauptsächlich Frauen, die auch schon so einen Zustand gehabt haben. Ja? Und das ist schon die neue Welt, ja, das sind dann diese sogenannten Zeitlinien, die sich hier überschneiden. Hier ist noch immer die alte Welt, aber wenn dann die Zeitlinie mit der neuen Welt kommt, dann kann man da auch schon drinnen sein, obwohl die alte Welt noch existiert. Ja. Also man ist da so irgendwo da drinnen, ja, wie Jesus sagt, nicht mehr von dieser Welt. Also er ist noch in der Welt, aber nicht von dieser Welt, sondern schon woanders. Neue Welt, ja. Und ich habe dann eben dieses Audio reingestellt und ich möchte ein Zitat von einer ganz lieben Glaubensschwester, von einer Wiedergeborenen, das hier wortwörtlich vorlesen. Ich darf das, ich habe gefragt. Und diese Beschreibung gefällt mir sehr gut. Ja? Sie schreibt, ich denke auch, dass Jesus Christus uns die Möglichkeit gegeben hat, auf einen gewissen Stand hochzukommen. Aber ab diesem Punkt sind wir aufgefordert, selbst weiterzuziehen. Jesus hat uns quasi die Tür aufgemacht, aber durch und weitergehen müssen wir selbst. Es gibt einige, die jetzt in die Selbstverantwortung gehen. Mehrere, die einfach nur auf dem Punkt stehen bleiben und auf einen Retter warten. Und viele, die noch gar nicht erkannt haben, worum es eigentlich wirklich geht. Und wir sind jetzt gefordert, weiter voranzugehen und dadurch die anderen zu erreichen. Allerdings darf das jeder für sich alleine entscheiden. Ja? So wie Jesus schon sagte, dein Glaube hat dich geheilt. Er sagte ja nicht, mein Glaube hat dich gerettet oder geheilt. Ja? Ich hoffe daher, dass noch viele das erkennen. So schreibt sie. Ja? Und es heißt ja auch in der Bibel, lasset euer Licht leuchten. Ja? Euer Licht, das heißt, jeder von uns hat dieses Licht und das sollen wir jetzt leuchten lassen. Und ich glaube, das ist eine große Verantwortung, die wir hier haben. Wenn wir das jetzt ein bisschen, nennen wir es mal blondinenhaft, beschreiben, nichts gegen die Blondinen, aber ich möchte damit sagen, einfach beschreiben. Ja? Wenn wir jetzt in die Welt reinschauen. Die Welt damals hatte einen gewissen, nennen wir es Bewusstseinslevel, ja, der sehr nieder war, ja, und die konnten nicht weiterkommen. So, was ist dann geschehen? Als die Zeit erfüllt war, als die Zeit gekommen war, ja, da steckt ein ganz bestimmter Zeitplan hinter dem Ablauf der Geschichte, sandte Gott seinen Sohn. So, jetzt ist dann Jesus Christus in die Welt hineingekommen und er hat ja das gesehen. Die kommen nicht weiter, ich muss da eingreifen, ja, und hat den ganzen Schmarrn, diese Sünden, diese Fehler, diese Macken, diese Schwächen, alles, wo die nicht rauskommen, ja, hat er auf sich genommen, stellvertretend, und hat ihnen so die Möglichkeit geschaffen, dass sie weiter können. Und wir jetzt, die das angenommen haben, dieses Golgatha, wir haben jetzt
auch die Aufgabe, stellvertretend etwas für die Menschheit zu machen. Und was das genau sein wird, das erkläre ich auf meinem neuen Kanal Göttliches Sein. Den Link stelle ich euch unten rein, ja. Das heißt, wir haben hier eine Chance, eine Basis bekommen und Jesus sagt, wie wir jetzt weitermachen sollen. Ja. Römer 6,4, so sind wir nun mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod, damit wir wie Christus aus den Toten auferweckt worden sind, durch die Herrlichkeit des Vaters und so auch in der Neuheit des Lebens wandeln. Eine Neuheit des Lebens, in der wir wandeln sollen, ist uns das bewusst? Neu, da geht's um neu, da geht's nicht mehr um alt, wir schauen da nicht mehr zurück in die alte Welt. Das interessiert uns nicht mehr. Wir wandeln schon in der Neuheit des neuen Lebens, in die neue Zeit, für die neue Welt. Ja. 2. Korinther 5,17, daher, wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung. Wir sind eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen. Siehe, Neues ist geworden. Und es gilt darin, in diesem Neuen jetzt zu wandeln. Zu erkennen, was es heißt, Gott gleich zu sein, göttliche Natur zu haben, Teilhaber der göttlichen Natur zu sein. Und das geht jetzt, ja. Und ich werde versuchen, euch das zu zeigen, wie wir dort wirklich hinkommen. Und dann, was in uns drinnen steckt, welche Potenziale Gott in uns hineingegeben hat, die wir für diese Welt einbringen sollen, für die neue Welt. Ja? Epheser 2,10. Denn wir sind sein Gebilde in Jesus Christus geschaffen zu guten Werken. Schaffen, da ist es wieder dieses Schaffen. Etwas Neues schaffen, eine neue Welt schaffen, ja, die Gott schon vorbereitet hat, damit wir in ihm wandeln sollen, in ihnen wandeln sollen. Darum geht's. Ja. Und wir sind sein Gebilde. Was heißt denn das, sein Gebilde sein? Schauen wir uns das einmal an, das griechische Wort. Das griechische Wort ist poema. Ja. Man muss immer beim Griechischen die Endung anschauen. Dieses ma zum Schluss, poi ist der Stamm und dann die Endung. Die ist immer variabel. Wenn das Ma ist, dann ist es immer das Ergebnis von etwas. Wenn dann zum Ende ist EO, dann ist es immer das Tunwort. Ja, das schauen wir uns jetzt auch an. Also Poema, dieses Ma, ist eben das Ergebnis von etwas und heißt etwas Gemachtes, ein Gebilde. Und jetzt nehmen wir das Zeitwort dazu. Poeo, das heißt machen, tun. Jemand oder etwas mit einer bestimmten Qualität ausstatten. Etwas so machen, dass es eine andere Beschaffenheit erhält. Jemand zu etwas machen, einsetzen, ernennen. Poieo kann nur ein einmaliges und für später gültiges Tun bezeichnen. Das heißt, das ist einmalig und das gehört schon für etwas Späteres. Das ist damit gemeint, wir sind sein Gebilde. Das sind wir. Einmalig, einzigartig. Göttliche Natur, Teilhaber der göttlichen Natur, göttliches Wesen, gottgleich. Ja. Aber für etwas, jetzt sind wir da, etwas zu tun. Ja. Ja, dieses Poieo ist das Hervorbringen von etwas, das eine eigene, unabhängige Existenz hat, wenn es einmal hergestellt ist. Ja. Unabhängig, das kennen wir. Eines meiner Lieblingswörter, ihr kennt es auch, Makarios, Glückseligkeit, ja. Makarios bezeichnet einen Menschen, der durch die Erlösung von Jesus Christus mit dem Heiligen Geist erfüllt ist und trägt dadurch den göttlichen Menschen in sich. Wir tragen diesen göttlichen Menschen in uns und das dürfen wir jetzt ausleben, dieses göttliche Sein. Ja. Und dadurch sind wir auch in die ewige Gemeinschaft aufgenommen. Ja. Und das nennt man auch, das ist das Leben im Reich Gottes. Ja. Und Reich Gottes können wir gleichsetzen mit der neuen Welt. Ja? Makarios bezeichnet den Zustand, dass man zwar noch in der alten Welt ist, aber unabhängig davon und auch unabhängig, es geht davon, unabhängig zu sein und auch von den äußeren Umständen. Wir brauchen da nicht mehr hinschauen, was die machen. Es interessiert uns nicht mehr. Und schon gar nicht diese Dinge weiterteilen. Ja? Es gibt jetzt wieder die Geschichte mit Israel. Wenn ich diese Dinge weiterteile, das ist eine unbewusste Manipulation und dadurch geschieht dann das, was die wollen. Ja? Wir müssen da wirklich aufpassen. Es ist alte Welt und wir haben den Schlussstrich gemacht.
Ja, wir dürfen nicht mehr zurückschauen, nicht so wie die Frau vom Lot. Wir starren. Ja, schau nicht zurück, schau dorthin, dort gehen wir hin. Dorthin geht die Reise, ja. Die ist dann zur Salzsäule erstarrt und konnte dann nichts mehr machen, ja. Und es heißt ja in der Bibel, es gibt viele Götter und Herren im Himmel und auf der Erde. 1. Korinther 5, 8, ja. Und einer davon war dieser Jahwe. Und ich denke mal, wenn Jahwe schon eine Welt erschaffen konnte, und wir wissen ja, wir kennen ja die Welt, wir sehen ja die Welt, die er erschaffen hat, mit den ganzen Systemen, mit den ganzen Hierarchien, mit den ganzen Unterdrückungen, mit der ganzen Gewalt, wenn der das schon kann, ihr seid Götter allzumal, wie viel mehr dann wir. Und das möchte ich gemeinsam mit euch machen. Und mein Beitrag eben für diese neue Welt ist dieser neue Kanal mit dem göttlichen Sein. Und dort beschreiten wir diesen Weg gemeinsam. Es ist eine Reise, ja. Und ich lade dich herzlich dazu ein, auf dieser Entdeckungsreise zu dir selbst, in dein Inneres, gemeinsam dann auf diese neue Welt zu gehen. Da lade ich dich ganz herzlich ein. Ja, und bis das so richtig sichtbar manifestiert und alles, was drumherum ist, gibt es natürlich noch etwas zu tun. Ja, wie gesagt, das ist dieses Verderben, das in der Welt ist, dass wir dem entfliehen. Das ist der sogenannte Läuterungsprozess, Reinigungsprozess, hängt auch mit Vollkommenheit zusammen. Das beleuchtet man dann alles gemeinsam. Aber es ist ein Weg und den gehen wir jetzt. Ja, wir schauen nicht mehr zurück. Wir gehen gemeinsam in die neue Welt. Gehen wir es gemeinsam an. Und dazu wünsche ich uns Gottes reichsten Segen.